Hey Leute, Clash of Clans hat eigene Werbung rausgebracht, in denen sie ihre eigenen Angriffsstrategien vorstellen. Das wollen wir uns heute zusammen anschauen und dann auch eben ausprobieren, wie gut diese Angriffsstrategien wirklich sind und ob sie auch zu empfehlen sind. Ich würde sagen, wir legen los, schauen uns die einzelnen Sachen an und probieren sie aus. Euch viel Spaß und ich bin sehr gespannt, was wir alles lernen werden. Los geht's mit einer der ältesten Strategien und zwar, wir sehen es hier, Go Wipe. Als erstes müssen wir einfach mit einem Golem reingehen, wir sehen es hier. Dann geht's weiter mit den Magiern direkt hinter dem Golem. Und zuletzt geht's dann weiter mit den Packers, die sollen dann zusammenführen, das noch. Leider durfte ich von der ersten Werbung nur Ausschnitte zeigen, ist die anderen Werbung dürfen wir uns komplett anschauen. Ich würde sagen, let's go mit der ersten Armee. So, wir sind auf meinem Main-Account, ich habe übrigens noch 10 Millionen Loot. Oh mein Gott, okay, Sekunde, oh Gott. So, wir starten ganz kurz schon mal den Inferno-Turm und noch das Armeenlager. Die restlichen Ressourcen geben wir dann am Ende aus, die wir erfarmt haben. Nein, ich habe das hier schon in meiner Clanburg gehabt. Wie geil. Wir haben schon einen Golem und ein paar Magier. Das ist noch lol. So, wir werden auf jeden Fall einen Machttrank nutzen, dass die auch auf maximalen Level sind. Ich glaube, so fair sollten wir schon sein. Und mal ganz kurz eine Analyse. Wir brauchen auf jeden Fall, wie wir hier sehen, zwei Golems. Magier sehen wir einige. Das müssen wir gleich schauen. Wir machen einfach den Rest, würde ich sagen. Und wir sehen hier zwei und hier drei Packers. Also vielleicht fünf oder auf jeden Fall vier sehen wir hier. Vier. Und hier haben wir auf jeden Fall auch einen Wutzwar und ein paar Bogenschützen gesehen. Damit haben wir jetzt hier unsere Armee. Wir haben zwei Golems. Wir haben vier Packers, wie in der Werbung. Die restlichen Truppen habe ich mit Magiern aufgefüllt und sechs Bogenschützen, die waren auch noch dabei. Wir haben zwei Wutzwar, dachte ich mir, und sieben Erdbeben. Das sollte ja eigentlich ganz gut hinhauen für die Mauern auch. Okay, wir haben unseren ersten Gegner von der Taktik her. Nochmal als Erinnerung. Als erstes sollen wir die Golems reinsetzen. Dann hinten dran die Magier und zuletzt die Packers, um aufzuräumen. Ich würde sagen, wir setzen natürlich zuerst unsere Erdbebenzauber. Die wurden in der Werbung nicht gezeigt, aber irgendwie müssen wir durchkommen, ne? Und alle Spells wurden ja auch nicht gezeigt. Das heißt, wir legen los. Genau wie in der Werbung zwei Golems zuallererst und direkt hinten dran unsere Magier. Nicht alle auf einmal, aber einfach so ein paar, um hier so ein bisschen aufzuräumen. Ne? So, die machen es hier so ein bisschen trara, würde ich sagen. Wir warten ein bisschen ab und dann hatten wir, oh Gott, nein, da Clanburg-Truppen drin. Dann würde ich sagen, setzen wir noch ein paar Magier hinten dran. Wir rasten es, oh Gott, das sind ganz viele Küren. Wir brauchen jetzt hier einen Wutzauber. So, genau wie in der Werbung, dass die jetzt hier die Dinger wegmachen können. Klappt so, das ist richtig gut. Alter, okay, die machen eigentlich ihren Job genauso, wie man es will. So, dann jetzt hier weiter in die Base eindringen. Wir haben noch drei Erdbebenzauber. Oh Gott, und die Riesenbombe. Ja, das war jetzt irgendwie nicht ganz so, okay. Den King hatten die auch noch mitgeschickt. Und die Queen können wir eigentlich auch mitschicken. Die gehen jetzt aber irgendwie nicht so in die Base ran, wie ich es mir vorgestellt habe. Das geht gerade ganz schön schief. Dann würde ich sagen, hier noch ein paar Bogenschützen. Okay, zuletzt die Packers. Laufen die jetzt in die Base rein? Ja, das klappt besser, als ich dachte tatsächlich. Okay. Dann würde ich sagen, warten wir jetzt hier ab. Die Packers kommen jetzt hier. Ah, die Golems sind schon tot. Die Truppen, oh Gott, also irgendwie klappt das überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das hat in der Werbung aber ganz anders ausgesehen. Die Packers sind jetzt wütend. Der Barbarenkönig... Oh, der wird nicht Auto gecastet, egal, okay. Der Wutzwar war irgendwie auch nicht so optimal platziert, denn ich glaube. Ich glaube, wir haben den ersten Angriff auch so ein bisschen verkackt, weil sobald die noch das Rathaus hören könnten, wäre ich eigentlich einigermaßen zufrieden. Die beiden Infernos sind noch im Start. Die Packers sind jetzt aber am Rathaus dran. Die Queen wurde schon automatisch gezündet, glaube ich, ne? Genau. Und es geht in Ordnung. Das heißt, wir haben zumindest das Rathaus geholt und den meisten an Loot. Hat halt nicht ganz so gut geklappt, dass sie halt in die Mitte reingelaufen sind. Das hätte halt ein bisschen besser klappen können. Aber alles in allem würde ich sagen. Hat es eigentlich, ja, hat eigentlich trotzdem ganz ordentlich funktioniert. Hätte halt ein besserer Angriff von mir sein können. Aber ich glaube, die Taktik ist vielleicht auch ein bisschen outdated, oder? Mit so Golem und Magiern und Packers. Wobei, kann schon funktionieren. Vielleicht eher Sprungzauber. Die hatten es halt in der Werbung nicht drin, leider. Ich gebe diesem Angriff mal 7 von 10 Punkte. Wir kommen zur zweiten Strategie. Mal schauen, ob die erste Strategie schlagen kann. Gowaho. Golem, Valkyrie, Hawkwild. Okay, das klingt sehr, sehr wild. Oh Gott. Okay, also wir haben wieder zwei Golems. Dann haben wir eine ganze Menge Valkyrie. Okay, das geht schneller dieses Mal. Und dazu Schweinereiter. Okay, break them down zuerst. Golems, macht Sinn. Okay. Choppen ab. Danach die Valkyrien. Wir haben auch Magier dabei wieder, okay. Gott, okay. Machen halt Flächenschaden, macht Sinn. Die sind auch ein Wutzauber. Und dann die Hawks! Ist das eine letzte Strategie so oder ist die total outdated? Ich weiß es nicht. Oberho. Magier, die Queen ist auch dabei. Das sieht geil aus eigentlich. Wutzauber auch wieder. Sieht geil aus in der Werbung, aber in der Werbung sieht es halt immer gut aus. Mal schauen, ob sie erst mal schlagen kann. So, nochmal kurz Analyse. Wir hatten erstmal zwei Golems. Dann kommen die Valkyrien zusammen mit Magiern und Wutzaubern auf jeden Fall. Das sieht auch geil aus. Und zuletzt kommen noch einige Schweinereiter. Damit haben wir jetzt hier unsere zweite Armee. Wir haben zwei Golems, 10 Valkyrien, 10 Hawks und 10 Magier. Es waren noch einige Magier dabei, die wurden jetzt nicht erwähnt. Ja, genau. Man hat sie eben in einem
ja, im Gameplay gesehen. Ich bin sehr gespannt. Also erst, wir werden es gleich mal uns anschauen. Das haben wir 3 Hutzauber, mal einige mehr, Healzauber und Frostwichter da mitgenommen. Damit starten wir rein in unseren Angriff. Und als Erinnerung, wir machen jetzt die Gova-Ho-Strategie. Das ist Golem. Danach hinten dran die Valkyren mit den Magiern und dann als letztes die Hawks. Ich habe jetzt auch ein paar Erdbeben mitgenommen, dass wir ein bisschen besser auch in die Base eindringen können, wie gerade eben. Und dann würde ich sagen, wir hauen die Erdbeben einfach hier einmal schön, einmal genau so drauf. Und das heißt, wir können reinstarten. 2 Golems hatten die. Nicht direkt auf den Haufen. Und hinten dran, kurz abwarten, dann die ganzen Valkyren. Okay. Ob das so klappen wird, weiß ich nicht. Die Valkyren müssen uns natürlich vor allem im besten Fall so ein bisschen in die Mitte laufen. Wir hauen die Magier schon mal hinten dran. Und hauen jetzt schon den... Okay, das sieht geil aus. Oh, okay, das ist... Das klappt ziemlich gut. Das klappt ziemlich gut. Dann würde ich sagen, warten wir jetzt hier kurz ab. Also die Truppen sind irgendwie relativ... Da können wir noch einen Wutzauber draufhauen. Das klappt gut. Und jetzt, wo richtig Chaos ist... Jetzt, wo richtig Chaos ist, die Hawks ist noch. Die machen wir hier. Wir haben sogar nochmal einen Healer mitgenommen, habe ich mir gedacht. Dann warten wir jetzt hier ab. Jetzt haben wir nochmal einen Frosthopf, war ich auch noch dabei. Machen jetzt hier einen Heal drauf. Und das klappt. Das klappt richtig gut. Das klappt wesentlich besser als gerade eben. Vielleicht liegt es auch an der Base natürlich. Der ist natürlich jetzt auch Rados 9, aber ist dafür auch besser gelevelt. Das klappt gut. Also erst die Golems, dann die Valkyren mit den Dings, mit den Magiern und die räumen auf. Genau, die räumen auf. Dann noch ein Hutzauber. Und die Hawks zum Schluss, muss ich sagen, räumen den Rest auf. Gova-Ho-Strategie, ohne Witz. Hat mir richtig gut gefallen. Ich will es dann noch ein bisschen Luft nach oben lassen. Ich gebe mal ein, oder? Ich weiß gar nicht. Ich gebe mal 9 von 10 Punkte doch. 9 von 10 Punkte für diesen Angriff. Und ich bin mal gespannt, ob wir noch einen haben, der das heute übertreffen kann. Aber der hat mir richtig gut gefallen. Wir kommen zur letzten Strategie für heute. Und zwar zur Bolalu. Was? Was? Okay. Bola, Luns. Okay, was? Polar zuerst? Hä? Dann Lava-Runde 3? Warum Bowler? Hä? Okay, die platzen dann. Und dann die Loons. Wieso Bowler dazu? Ich kenne ja Lava-Loon, aber nicht mit Bowler. Okay. Bowler-Loon. Ja, also, das ist krass aus, aber wir werden es ausprobieren. Also, wir brauchen auf jeden Fall hier einige Bowler zuerst. Ich sehe jetzt so 5, 6 Stück. Und dann mindestens, wir sehen es hier nochmal, dann hatten wir 3 Lava-Hunde, genau. Und dann kommen so die Loons von außen, ne? Das macht schon Sinn. Ich hoffe, wir haben genug Platz für das Ganze. Das ist unsere Armee für die Bowler-Loon-Strategie. Wir haben 8 Bowler, 3 Lava-Hunde. 3 Minions, 17 Loons, Bogenschütze noch dabei. Dann haben wir Blitzzauber, habe ich gedacht. Wutzauber, Heal, Frost. Mal schauen. Okay, dann würde ich sagen, wir haben hier unsere Base gefunden. Der baut nämlich auch seine X-Bögen gerade auf. Das ist eigentlich perfekt. Aus. Okay, wir machen sie in der Werbung. Zuerst die Bowler. Ich muss irgendwie lachen, wenn ich das sage. Zuerst die Bowler, dann die Lava-Hunde, dann die Loons. Boah, wie mache ich das am besten? Wahrscheinlich jetzt eher von hier. Wir schauen jetzt mal, wo die Blitzzauber am besten draufhauen können. Können wir irgendwas mittreffen? Hier, sehr schön. Ich glaube, hier ist eigentlich am besten. Können wir noch den Bogenschützenturm mit erwischen einmal. Müssen wir eigentlich mittreffen? Genau. 3 Blitze reichen aus. Egal, dass hier vielleicht noch irgendwie einen 4. Blitz dann einmal hier irgendwie treffen. Können wir noch irgendwas doppelt erwischen? Da vielleicht. Okay, dann würde ich sagen, wie in der Werbung, zuerst die Bowler. So. Was machen die jetzt genau? Was genau soll das jetzt bringen, frage ich mich. Ich glaube, es weiß die Werbung auch selber nicht. Also ich glaube, der Angriff wird absolut grauenvoll werden. Also was soll das jetzt bringen, dass wir jetzt hier Bowler zuerst... Wir wissen es nicht. Okay, oh Gott, wir haben die Clanburg getriggert. Perfekt getriggert. Dann lass uns auf jeden Fall mal in die Ecke jetzt, würde ich sagen, die Queen setzen, dass sie hoffentlich hier die irgendwie rüberziehen kann. Oh je, hoffentlich kriegen wir es einigermaßen hin. Aber ich glaube, wenn wir die casten, wird das ganz gut klar gehen. Okay, dann lass, würde ich sagen, jetzt, nachdem wir jetzt noch einiges schon gemacht haben, mal unsere 3 Lava-Hunde reinbringen, wie in der Werbung. Und jetzt hier von außen mit den ganzen Loons rein. Okay, das sollte eigentlich genauso werden. Der Luftfeger kann jetzt auch nichts machen, das tankt jetzt auch hier ein bisschen. Und jetzt können wir hier den ersten Wutzauber, können hier frosten. Ich meine, es ist halt wie Lava-Loon, halt nur ein Schlecht, so ein bisschen, ne? Sage ich jetzt halt ehrlich, wie ich halt denke. Die 3 Lava-Loon sind jetzt auch ein bisschen auf dem Fleck, aber es scheint zu funktionieren. Jetzt können wir hier den nächsten Wutzauber hinsetzen. Das ist eigentlich ganz geil sogar bisher. Jetzt können wir hier gleich nochmal einen Heal vielleicht hinsetzen, würde ich sagen. Dann können wir jetzt hier schon mit den Minions, wie in der Werbung, auch ein bisschen aufräumen. Und das sieht eigentlich ganz geil aus. Der Luftfeger und die Tesla. Es ist halt nicht optimal, wie jetzt hier die Dings laufen. Aber es passt schon, wenn jetzt auch die Kanone down geht. Dann bringen wir hier schon mal den König. Und dann sieht das... Und wenn die Queen überleben würde... Ah, die dodge das nochmal. Die Tesla ist... Der Luftfeger ist auch down.
Und das scheint zu funktionieren. Wir haben jetzt eigentlich sogar schon fast die 3 Sterne. Wir zünden nochmal den King und das ist, glaube ich... Jetzt müssen wir eigentlich nur noch aufräumen. Da ist noch ein Bogenschützenturm übrig. Der ist, wenn wir den aufgeräumt haben und dann das jetzt aus, dann sind das 3 Sterne wieder. Damals 3 Sterne und ich würde sagen, wir geben noch einmal die ganzen 10 Millionen Ressourcen aus, die wir haben. Ich würde sagen, zum einen hier aufs Armeenlager. Dann haben wir noch 4,7 Millionen Gold. Dann würde ich sagen, vielleicht einmal für den X-Bogen. Das ist auf jeden Fall gut. 6 Tage dauert, oh Gott. Der dauert echt lange. Und dann würde ich sagen, das letzte 2 Millionen Elixier können wir vielleicht noch einfach einmal nutzen für den dunklen Bohrer. Und damit würde ich sagen, der letzten Strategie gebe ich nochmal... Ich bin ehrlich, die Bowler fand ich ein bisschen lost, aber der Rest wäre eigentlich in Ordnung. Gebe ich mal 6 von 10 Punkte. Dann würde ich sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch eine Fortsetzung von der Folge sehen wollt, mit weiteren Werbungen oder Songs von Clash of Clans, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst immer gerne ein Abo da für weitere Folgen. Schaut noch im Abstand vorbei. Und ich fand, das war eine sehr witzige Folge heute mal. Haut rein, bis zum nächsten Video.